Nach dem verheerenden russischen Angriff auf einen Wohnblock in der zentralukrainischen Großstadt Dnipro steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Mehr als 40 Leichen wurden bereits aus den Trümmern geborgen, darunter 3 Kinder. 30 Menschen werden immer noch vermisst. Sie alle befanden sich in dem Gebäude, das am vergangenen Samstag von einer russischen Rakete getroffen wurde. Einer der schlimmsten Angriffe seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine. Der schwedische Regierungschef, dessen Land gerade den EU-Vorsitz übernommen hat, sagte, unschuldige Zivilisten, darunter auch Kinder, hätten bei diesem schrecklichen Angriff ihr Leben verloren. Vorsätzliche Angriffe auf Zivilisten seien Kriegsverbrechen. Diejenigen, die dafür verantwortlich seien, würden zur Rechenschaft gezogen. Moskau weist jegliche Verantwortung von sich und behauptet stattdessen, die ukrainische Luftabwehr sei für den Angriff verantwortlich. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, Russlands Streitkräfte griffen keine Wohngebäude oder Objekte der sozialen Infrastruktur an. Man treffe militärische Ziele, die offensichtlich oder getarnt seien. Während Kiew ungeduldig auf die Lieferung neuer westlicher Panzer und anderes Kriegsgerät wartet, veröffentlichten Separatisten Aufnahmen von den Ruinen der Stadt Soledar. Sowohl Moskau als auch die Söldnergruppe Wagner behaupten, die Stadt im Gebiet Donetsk eingenommen zu haben. Die Ukraine ihrerseits versichert, dass in den Straßen weiter gekämpft werde.